Thomas Tuchel ist genervt von der Anstellung von Max Eberl als neuen Sportvorstand und macht seinem Unmut heute Luft auf der PK vor dem Spiel gegen Freiburg. Was hat er da genau gesagt? Die exklusiven Ausschnitte hier im Video. Zudem spricht Edin Terzic über Kritik an seiner Person. Was sagt er zum Ultimatum zu seinem Endspiel am Samstag gegen den 1. FC Union Berlin? Und wie hoch ist das erste Angebot, was jetzt Real Madrid tatsächlich für Alphonso Davies abgegeben haben soll? Alles dazu und mehr jetzt hier in diesem Video. Vorab, lass dein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir ins erste Thema rein. Max Eberl tritt im Endeffekt morgen den Dienst als neuer Sportvorstand beim FC Bayern München an. Er wird damit der Nachfolger von Hasan Salihamidžić beim FC Bayern München und damit natürlich auch direkter Vorgesetzter von Christoph Freund, aber auch von Thomas Tuchel. Und jetzt musste sich Thomas Tuchel auch auf der heutigen Pressekonferenz zur Thematik Eberl äußern. Was hat er da genau gesagt? Wir hören einfach mal exklusiv in die Worte des Trainers rein. Ich kenne Max von früher und auch natürlich jetzt von dem aktuellen Gespräch. Und gut, wir werden sehen, welchen Effekt das hat. Es ist heute wird sich Max auch der Mannschaft vorstellen und dem ganzen Staff hier an der Silberner Straße. Es ist trotzdem jetzt innerhalb von, dann bin ich jetzt hier, 12 Monate, noch nicht mal 10 Monate, das dritte Mal, dass wir das Organigramm umschreiben. Wir haben in der letzten Woche der vergangenen Saison einen Riesenwechsel vorgenommen. Dann kam am 1.9. mit Christoph Freund, neuer Sportdirektor. Jetzt ist der 1.3., jetzt kriegen wir einen neuen Fußballvorstand. Also wir schreiben zum dritten Mal das Organigramm um und das auch zum dritten Mal eigentlich unmittelbar von einem Bundesligaspiel. Das ist nicht ohne. Wie auch die letzten Male werden wir versuchen, den kompletten Fokus auf dem Sport zu behalten und auf dem Spiel morgen zu behalten. Und wir erwarten uns natürlich volle Unterstützung von Max und haben die auch zugesagt bekommen und werden diese letzten Monate mit großer Lust und unverminderter Leidenschaft bestreiten. Für mich geht es ausschließlich um morgen, um Sieg in Freiburg. Ich werde alles dafür tun, jeder kann sich darauf verlassen. Die Mannschaft macht einen guten Eindruck. Ich hoffe, dass alle jetzt gesund bleiben und wir Spieler zurückkriegen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir... Ja, so also die Worte des Bayern-Trainers. Und man muss sagen, die Worte sind definitiv nicht ohne. Aber natürlich ist auch nicht ohne, was Thomas Tuchel mittlerweile alles beim FC Bayern München erlebt hat. Man kann das auch irgendwie nachvollziehen. Was ist genau gemeint? Im Endeffekt, Tuchel ist seit März 2023 im Amt, also seit nicht mal einem Jahr. Seitdem mussten die Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić, die Tuchel auch höchstpersönlich selber verpflichtet hatten, gehen. Er hat einen neuen CEO mit Jan-Christian Dresen bekommen. Im Sommer kam Christoph Freund als neuer Sportdirektor hinzu. Und jetzt kommt im Endeffekt ein Jahr nach seiner Anstellung oder nicht mal ein Jahr nach seiner Anstellung ein neuer Sportvorstand mit Max Eberl hinzu. Und dass solch ein Hin und Her natürlich auch für einen Trainer wie Tuchel nicht leicht ist und er gar nicht so begeistert ist von der Anstellung und so ein bisschen genervt auf jeden Fall wirkte, das hat man hier in dieser PK auf jeden Fall schon gemerkt. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass Thomas Tuchel das jetzt so geil fand, dass Max Eberl quasi in seinem ersten Statement eigentlich direkt mal gesagt hat, dass er die Entscheidung, Tuchel zu entlassen, richtig findet. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht nicht gerade der beste Start für die beiden ist. Wie Tuchel das bereits selber sagte, wird sich Max Eberl heute vorstellen. Er war heute schon an der Sebener Straße, obwohl ja sein Dienst bei den Bayern quasi offiziell erst morgen beginnt. Aber natürlich so ein wichtiges Amt zu begleiten, da fängt man gerne auch schon mal ein, zwei Tage eher an. Es gab ja auch Gerüchte, dass Max Eberl tatsächlich auch schon in die Entlassung von Thomas Tuchel mit involviert gewesen sein soll. Das hat er zwar bei seiner Anstellung erstmal dementiert, aber schlecht fand er es anscheinend nicht. Und jetzt sucht er auch schon ein Jahr nach einem Tuchel-Nachfolger. Das ist ja die erste große Aufgabe von Max Eberl. Und es gibt bestimmt auch leichtere Situationen für Thomas Tuchel, als jetzt mit so einem neuen Vorgesetzten umzugehen. An sich verstehe ich aber schon, was Thomas Tuchel meinte. Klar, gerade jetzt die Transferplanung, er hatte sich bestimmt mit Hasan Salihamidžić, mit Oliver Kahn schon hingesetzt, Sachen für den Sommer abgesprochen und plötzlich musste er dann sich mit einem komplett neuen Transferkomitee beschäftigen. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass das vielleicht alles nicht optimal für Tuchel gelaufen ist. Andersrum sage ich, das muss für ihn Profigeschäft absolut möglich sein. Er muss mit solchen Situationen umgehen können. Aber wie gesagt, wir kennen Thomas Tuchel. Er ist definitiv kein einfacher Charakter
Aber ich bin mal gespannt, ob die beiden hier noch aneinander geraten. Ich wage es aber zu bezweifeln, weil Thomas Tuchel ja auch nicht mehr allzu lange im Amt sein wird. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Wir gehen rüber zu Borussia Dortmund. Wir sprechen über Trainer Edin Terzic. Der hat sich heute auch auf der Pressekonferenz vor dem so wichtigen Unionsspiel geäußert. Dabei ging es natürlich auch um seine Person, denn da gibt es massiv Kritik im Sportgeschäft. Und es gab jetzt ja auch die Meldungen, Samstag gegen Union Berlin, das ist ein Endspiel für Trainer Edin Terzic. Sollte er dieses Spiel verlieren, dann könnte der Trainer schon bald entlassen werden. Dann ist eine Entlassung schon so gut wie fix. Und dazu sagte er auf Fragen natürlich hinsichtlich dieses Ultimatum und hinsichtlich des nächsten Spiels: Ich habe mir abgewöhnt, dass ich die Dinge so nah an mich heranlasse. Ehrlich gesagt wundert es mich aber nicht. Wenn man für einen so großen Verein arbeitet, dann ist es logisch, dass es nach einer Woche mit zwei Unentschieden und einer Niederlage unruhig wird. Und das waren seine Worte und ich finde, er hat das Ganze schon hier sehr verharmlost. Also das sind nicht erst Gerüchte, die wir jetzt erst in dieser Woche hören. Das sind Gerüchte, die sich jetzt eigentlich schon lange Zeit halten. Das sind Gerüchte, die sind auch irgendwo einschlägig meiner Meinung nach. Ihr kennt meine Meinung zur Thematik Edin Terzic. Für mich ist er ein Trainer, den man entlassen sollte. Aber wie gesagt, ich bin bei Borussia Dortmund nicht im Vorstand oder sonst irgendwas. Ich kann das nicht entscheiden. Aber vielleicht merken es jetzt auch irgendwann die Bosse selbst, dass das mit Edin Terzic meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt ist. Auch wenn er natürlich Borussia durch und durch ist und klar irgendwie auch Fan ist des Vereins. Das reicht aber vielleicht fachlich einfach nicht aus, um hier den BVB voranzutreiben, um den BVB weiterzubringen. So analysiere ich das Ganze. Was sagt ihr zum Thema? Eure Meinung hierbei auch gerne in die Kommentare. Er konnte jetzt hier dieses Ultimatum weder verneinen noch bejahen, ist mir auch klar. Kann er schlecht sagen, selbst wenn stimmen würde. Aber ich denke, sollte man am Samstag keinen Dreier holen, dann wird das schon sehr, sehr eng jetzt werden für Edin Terzic. Und das letzte Thema für das heutige Video, das ist ein erstes Angebot, was Real Madrid jetzt tatsächlich für Alphonso Davies abgegeben haben soll. Sie sollen sich ja bereits mit Alphonso Davies auf einen Vertrag geeinigt haben. Das soll alles schon fix sein, auch möglicherweise für den Sommer 2025. Die Maßgabe nämlich von Real Madrid ist so: Alphonso Davies wird neuer Spieler von Real Madrid, das ist klar. Entweder FC Bayern München, ihr verkauft ihn uns in diesem Sommer für einen etwas günstigeren Preis, oder wir werden ihn 2025 ablösefrei holen. So möchte man natürlich Druck machen, so möchte man natürlich auch so ein bisschen, ich sage mal, ja, die Bayern zu einem kleinen Preisnachlass zwingen, wenn man das so sehen möchte. Und das Angebot, was jetzt laut Medien, also laut Cardana SER, abgegeben worden sein soll, das ist gerade mal bei 35 Millionen Euro. Bei einem Spieler, der einen Marktwert von 70 Millionen Euro hat, ist das natürlich extrem wenig. Man glaubt zwar selber, so berichtet es Cardana SER, dass man irgendwo zwischen 40 und 50 Millionen Euro rauskommt. Trotzdem wäre das natürlich schon sehr, sehr wenig im Vergleich zum hohen Marktwert. Aber man hat natürlich hier die Druckmittel so ein bisschen auf der eigenen Hand. Ich bin mal gespannt, ob die Bayern Real Madrid hier entgegenkommen werden. Ich denke, 50 bis 60 Millionen Euro sollte schon die Summe sein, auf die Bayern hinpochen sollten. Man braucht auch die Kohle, um eben einen Nachfolger zu verpflichten, aber Real Madrid, sie machen das schon extrem schlau. Das ist ja eine Taktik, die sie jetzt schon öfter mal angewendet haben und die anscheinend ziemlich gut funktioniert. Es scheint so, dass Alphonso Davies wohl wirklich den FC Bayern München verlassen wird und den Bayern auch schwere Verhandlungen mit Real Madrid bevorstehen. Was ist eure Meinung dazu? Wie immer, gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.